Hallo Leute, wir sind in der Folge unterwegs, wo wir so gucken wollen, ob wir Tante Mimis Ratschläge, die sie da geschrieben hat, mal ein bisschen umsetzen, gucken, dass wir da was hinkriegen. Ist bestimmt ziemlich viel gewesen und ob das alles jetzt in diese Folge reinpasst, bestimmt nicht. Und ob ich das überhaupt da reinmache, ist natürlich die nächste Frage. Das hat Tante Mimi auch geschrieben. Ein Punkt war zum Beispiel hier den Bahnhof hier rüberziehen, da einen Bahnhof hinmachen und das Eisenerz dann direkt da verladen, ohne dass die LKWs hin und her fahren. Dann war es, dass diese weite Strecke hier hintenrum wahrscheinlich gemeint ist von Tante Mimi, dass man hier am Stahl direkt am Berg hier so rüberfahren könnte, ne? Deswegen, ich habe ja schon mal darüber nachgedacht, hier durchs Tal zu fahren, ne? Wäre auch möglich vielleicht. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das wäre dann doch die kürzere Strecke für den Stahl. Ja, muss man mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber das machen wir alles nach dem Intro, gucken wir uns das gleich an. Ja, und die Straßenbahn möchte auch schnell fahren, hat sie geschrieben, weil hier die Gleise wahrscheinlich zu langsam für die Straßenbahn sind. Und sie hat auch geschrieben, dass die Straßen selber vielleicht zu langsam sind, weil die Höchstgeschwindigkeit von diesem ja, Feldweg, sag ich mal, bestimmt auch nicht die beste ist. Das ist das Nächste. Ja, da müssen wir alles gucken, ne? Das ist nicht so einfach. Was haben wir denn hier für ein Fahrzeug fahren? 40 km/h. Nee, das fährt aber 40 und ich glaube, das kann auch nicht viel schneller wie 40, oder? Nee, das kann tatsächlich 60. Okay. Das bedeutet dann, dass wir diese Straßen alle ausbauen müssen. Aber na okay, wir haben mittlerweile eine 500.000. Letzte Folge, wo wir aufgehört haben, war es noch im Minus. Da sind wir jetzt schon mal in der Ecke besser geworden. Jetzt ist die Frage, kann ich denn hier gucken, wie schnell diese Straße ist? Nee, ne? Da geht das nicht. Aber egal, wir gehen hier ins Menü und schauen hier. Zweispurige Straße mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30, 50, 60, 60. Also 60 ist das Schnellste oder was? Stadt, Einbahn, Land. Ah, Landstraßen sind 60, 80. Und hier sind natürlich 100, aber was haben wir noch? Autobahn haben wir da noch. 80 km/h, auch krass, ne? Ich dachte, Autobahnen wären immer etwas schneller. So, Land ist es und 80 ist es auch. Und das muss man aber upgraden, ne? Aufrüsten. Bau nicht möglich. Aber da. Komm, zack, machen wir gleich. Und hier kann man nicht aufrüsten, ne? Bau nicht möglich. Okay, dann ist das halt so. Gut, und hier ist das wahrscheinlich genauso. Jetzt baue ich hier in der Stadt so schnelle Straßen, die da gar nicht hingehören, ne? Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob das gut oder schlecht war. Ach, jetzt haben wir hier die, aber ist auch egal, weil die Straße war sowieso nicht zum Überholen da. Das fand ich schon ein bisschen krass, ne? So, jetzt ist die Frage hier, ne? Weiter oder nicht weiter? Tante Mimi würde jetzt hier, glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich werde das jetzt mal hier so sagen, dass diese Straße von Tante Mimi hier so abzweigen soll, darüber und hier rum wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen, dass sie das meint. Ich will's hoffen. Aber es war so viel. Aber das sagt sie mir bei der nächsten, beim nächsten Kommentar, hoffe ich. Aber Stahl war das doch, Stahl, oder? Nee, irgendwas mit Stahl war es. Aber jetzt haben wir es hier schon schneller gemacht. Aber ist auch nicht schlimm, das war sogar gut. Hier ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das schneller machen. So, das passt auf jeden Fall. Okay, das müssen wir gucken. Hier über dem Berg hatte sie auch geschrieben, die Kurven rausnehmen und geradeaus fahren wahrscheinlich. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, ne? Hier so durch oder was? Aber ja, so eine Passstraße ist halt da, ne? Gute Wegpunkt, Werkzeuge. Straßen. Zauberwerkzeug. Ja, irgendwie ist hier jetzt gerade nichts. Ja, das eben war dann ein bisschen doof in der Stadt. Vielleicht müssen wir das nochmal korrigieren wieder, ne? Die 50er Straße. Ich glaube, die müssen wir da wieder hinbauen. Das hat anders keinen Sinn hier.
Wo waren wir denn? Hier waren wir, ne? Aufrüsten war das. Also hier lassen wir das mal nochmal so, weil ja, auch wenn es so ist, aber ich will definitiv hier nicht so einen Murks machen. Stadtstraße ist Stadtstraße und da wird nur 50 gefahren. Fertig. Gut. Und jetzt sind wir da mit den Straßen schon mal ein Stück weiter. Und hier hinten war ja auch noch sowas, ne? Das ist jetzt über Land mit 80 km/h. Fahren wir jetzt hier lang. Und hier lang. Durch die Stadt nicht, aber hier wieder. War auch nicht möglich. Warum? Ja, das ist aber ärgerlich, ne? Wenn das nicht möglich ist. Okay. Aber wenn ich näher ran scroll, ist das Bauen dann doch möglich, oder was? Ja, hier geht es dann nicht. Aber es ist nicht schlimm, das passt erstmal schon mal. Gut. Das ist alles ein bisschen schneller. Mach das da auch nochmal gerade. Ja, mit der Straße umsetzen, weiß ich nicht. Ich will das jetzt noch nicht machen. Weiß auch nicht warum. Ist halt so. So, jetzt haben wir das Stück auf jeden Fall erstmal schneller. Jetzt geht das. Und wir haben 1,3 Millionen, haben gerade wieder investiert. Das läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt gucken wir aber erstmal nach alten Fahrzeugen wieder. Fahrzeugstatistik, Alter. So, 39 Jahre, Straßenfahrzeug ist das hier. Das ist ein Postbus. Fahrzeug verwalten. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Durch. Der Postbus fährt wie schnell? 25. Und der fährt 50. Kostet uns 150. Ersetzen. Gleiche in grün machen wir mit dem. Ach, hier die alle auf einmal anwählen können wieder, ne? Naja. Gut, haben wir. Das ist weg. Nächstes Fahrzeug. Wieso ist denn jetzt hier ein Straßenfahrzeug mit 38 Jahren und eben war das noch nicht da, oder? Fertigen, 25 Kammer, Fahrzeug verwalten. Die sind alle sehr schlecht. Das heißt, wir wechseln die alle aus. Und die transportieren was? Kohle? Tipper-LKW kann Kohle, ne? Ja. Oh, das kostet 600.000. Aber haben wir? Zack, alle drei gemacht. Ja, passt. Und der fährt dann auch ja gleich schneller, ne? Wie wir sehen. Oder? Oder nicht? Das ist jetzt innerstädtisch. Da darf er wahrscheinlich noch nicht schneller fahren. Aber innerstädtisch müssen wir auch jeden Fall auch schnellere Straßen wahrscheinlich haben, ne? Okay. Warum ist denn der jetzt angehalten? Ach, wegen der Kreuzung und der Bus fuhr da quer rüber, oder? Ja, und hier ist jetzt die Straßenbahn, ne? Die Tante Mimi gesagt hat. 20 km/h. Da müssen wir gleich auch noch gucken. So, jetzt fährt er da lang. Und jetzt müsste er ja gleich Gas geben, oder? Einunddreißig, 32, 33. Okay, da wird er nicht schneller jetzt, ne? Okay, Beschleunigung ist jetzt nicht die beste Sache, aber er fährt wenigstens schon mal 40, ne? 45, 46. Und dann ist er schon da bei 47, wahrscheinlich. Okay, haben wir gerade gesehen, wie es funktioniert. Straßenbahngleise dann. Ne, warte mal, das war hier, Straßenbahn. So, was ist jetzt das hier? Straße mit Tramgleisen aufrüsten. Wo sehe ich denn, wie schnell die sind? Ja, weiß ich nicht mit der Straßenbahn, wie man die schneller machen kann, ha?
Das ist eine Busspur wahrscheinlich, naja. Und das hier ist Spielereigentum-Tool, okay. Und das ist die Trampstraße, aber pff. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich die schneller kriege. Fährt die denn nicht schnell? Wo ist die Straßenbahn? Da. Fährt jetzt gerade 20. 30. 37. Ah, 37 war es. Wie schnell kann sie? 60, okay. Ja, liegt eher dann daran, dass wir hier so zum Beispiel tolle Kurven haben, aber da können wir jetzt auch nichts dran mehr machen. Ja, die fährt aber von selber schnell. Ja, 45 und dann war wieder Kreuzung. Ja, war ein bisschen doof, aber kann ich auch nicht ändern. Und irgendwo hatte Tante Mimi gesagt, ist es rot, weil da kein Depot elektrifiziert ist oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber da gehen doch die Dinge ins Rein hier. Ne, das müsste schon passen. Wo ist jetzt die Straßenbahn hin? Da. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob sie schneller fährt, aber wahrscheinlich an der Kreuzung muss sie gleich wieder anhalten, ne? Obwohl das sehr komisch wäre, wenn Straßenbahnen anhalten müssen. Aber 50? 50 maximal. Sie kann 60 fahren. Okay, dann ist das hier in der Städte nicht erlaubt, schneller zu fahren. Will ich jetzt erstmal so lassen? Weiß ich nicht. Da kann Tante Mimi bitte nochmal was zu schreiben. Und ja, gerne die Kommentare, Tante Mimi, auch wenn du meinst, dass das nicht so ist. Aber das ist schon alles okay so. Mach das ruhig. Und ja, du bist bei dem Spiel die Einzige, die da kommentiert. Und bei anderen Spielen sind es andere. Avorion macht Thomas Stähler alleine. Aber das ist schon alles gut so. Dann irgendwann kommt der nächste vorbei, Abonnent, und hat Lust, auch einen Kommentar zu schreiben. Und dann passt das schon. Und dann könnt ihr euch zerreißen in der Luft, ne? Wer eine bessere Idee hat oder sowas. Gut, ja, wir haben jetzt 2,7 Millionen und haben hier noch so einen Zug, der da ordentlich macht. Wo sind die anderen beiden? Da ist auch noch einer, der fährt auch noch ordentlich. Ja, das würde ich erstmal nicht ändern wollen. Das ist erstmal gut. Hier steht auch noch einer drinne. Wie schnell fährt der? 60. Nee, den will ich auch noch nicht ändern. Alles ist gut erstmal. Nicht zu viel machen. Auch mal ein bisschen Geld ansammeln vielleicht, um dann ein größeres Projekt zu machen, nämlich vielleicht irgendwo wieder eine Schiene zu legen oder sowas. Er hier fährt 60 km/h. Ist doch passend, oder? Erstmal. Irgendwo hat es ja geschrieben, Tante Mimi, dass irgendwo ein Doppelsignal ist. Aber wenn die beiden in der richtigen Richtung waren, ist doch alles gut, oder? Ich weiß auch nicht, wo es war. Wenn, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, solange das in der richtigen Richtung ist, ist alles okay. Vielleicht habe ich es auch schon weggemacht, ich weiß es nicht mehr. So, aber was wir machen müssen, wir müssen nach alten Fahrzeugen nochmal gucken. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld auf der Kante, jetzt machen wir hier dann 37 Jahre. Okay, dann ist es halt der Zug, der jetzt dran geändert wird, oder? Müssen wir den jetzt upgraden, wenn das denn geht, das ist die nächste Sache. Was hat denn der? Das Passagierzug, ne, oder? Ja. Da wäre der, würde der sich doch jetzt anbieten, oder? Der Pfeil. Kapazität hat er nur 20, der hat 44, das ist der Unterschied, ne? Aber die könnte man auch aneinander koppeln, zwei, oder? Dann hat man auch 40. Ne, das wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir wollen jetzt mal gucken, dass wir so einen hier auf die Schiene kriegen. Der kostet uns schon alleine 1,4 Millionen, ne? Wir haben 3,1. Geschwindigkeit 120 km/h. Wenn du jetzt eine Lok rausholst, die 120 kann, diese hier zum Beispiel, dann bist du bei 6 Millionen. Ich glaube, mit Zug ersetzen, das ist noch nicht. Das können wir gerade vergessen. Oder wir lassen das Geld in der Tasche und sparen's. Aber wir haben hier noch Fahrzeuge mit 37 und sowas, die können definitiv da geupgradet werden. Sieht man ja, was da das Problem dann ist. So, upgraden. Was transportieren die? Stahl. Stahl geht da nicht mit, sondern nur da. Ne, da auch nicht mit. Hier geht Stahl mit, also zack. Getauscht. Jetzt haut er auch schon ab, hinter Geschwindigkeit. Passt. Und das waren wieder 600.000, ne?
Heizkorb benötigt jetzt Waren, okay. Gut. Nächste, Linie 7. Fahrzeug verwalten. Sehr schlechter Zustand, alle. Ersetzen. Was transportieren die denn? Holz. Ist das hier auch der Holz-LKW? Ja. 900.000 hätten wir locker. Zack, ersetzen. Ein Rutsch und weg sind sie. Nächsten. 34 Jahre. Fahrzeug verwalten. Alle. Ersetzen. Die fahren, was ist das, Bretter oder was sind das hier? Ja. Da sind die Bretter drin. Zack. 740.000. Ging auch. Passt. Dadurch fahren die ja jetzt auch schneller und dann geht's mehr Kasse. So, was haben wir noch? Linie 17. Fährt Zahnräder. Ist auch schon sehr schlecht, meine Güte. Zahnräder sind wo? Alle Güter. Da müssen wir wohl den nehmen bei dem. Jetzt fährt er da auch schneller, ne? Kann auch mehr transportieren. 11 anstatt 7. Sehr gut. Linie 3 ist wieder Bus. Busfahrzeug tauschen. Den noch dabei. Und der Bus ist der hier. Was hatten wir da? 8 und jetzt haben wir 10. Und zack, getauscht. Fahren sie schneller. Läuft, ne? Und jetzt nochmal Eisenerz hier. Straßenfahrzeuge verwalten. Alle. Eisenerz war hier, ne? Ja. So, und das kostet jetzt uns 1,8 Millionen, die wir nicht haben. Hm. Aber ich würde es. Warten wir es ab oder warten wir es nicht ab? Gute Frage, ne? Jetzt haben wir nur noch 845.000. Das heißt, wir warten das nicht ab. Die müssen jetzt warten, sozusagen. Jetzt gehen wir hier auf die Linie 9. Vielleicht klappt das bei den Bussen. Ja, mal schauen. Das ist ja auch eine weite Linie, glaube ich, ne? Gucken wir mal. Was kostet uns da? Das geht. Zack, machen wir. Der fährt jetzt hier 30. Ja, okay, da müssen wir natürlich noch gucken, wo der fährt. Und da müssen wir dann definitiv die Straße noch upgraden, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir das auch noch gerade hinkriegen. Landstraße, 80 km/h, passt. Zack. Zack. Und zack. Ich hoffe, das war jetzt hier die richtige Linie, ne? Machen wir so, oder? Und dann gab es hier noch ein Stück. Wo fuhr denn der noch hin? In welche Stadt? Ach, da hinten, nach Kettlers Mühle. So, passt. Die fahren dann auch schneller. Da ist jetzt nur zu gucken, welche sind das. Das weg. Fahrzeug ausgewählt. Linie 8 ist das, okay. Fahrzeuge verwalten. Haben wir noch 3. Tauschen wir auch aus. Oh, was habe ich getan? Ah, dupliziert, okay. Sehr guter Zustand natürlich jetzt. Aber ich kriege ja die Kohle, glaube ich, wieder, oder? Zack. Ich könnte die 3 natürlich auch verkaufen. Nein, wir lassen das so. Wird schon passend sein. Dann wird sich das Verkehrsaufkommen doch bestimmt auch mit der Zeit steigern lassen hier, oder? Wo wollen die hin? Ja, Linie 8, Linie 2, ich glaube Linie 8 war da, 17 stehen hier rum, dann wird das schon werden, oder? Ja, passt schon. Aber da ist Linie 2 noch ein anderer unterwegs. Ist das der Stadtbus oder was? Linie 8 sind 10 da drin, das sieht schon gut aus. Das ist bestimmt der Stadtbus, ne? Lass uns Fahrzeug verwalten klicken, also sowieso nur einer, okay? Dann können wir den schnell updaten. Passt. So, innerstädtisch fährt er jetzt auch schneller.
Gut, ich würde sagen, wir machen aber jetzt hier wieder einen Cut. Tante Mimi sagt mir dann, dass dieses gemeint ist mit der Straße hier langfahren. Und dann meinte sie hoffentlich hier dieses Stück hier. Ich weiß nicht, wie das am sinnigsten ist hier. Ich würde jetzt, ja nee, vielleicht hier einen Tunnel durchbauen und dann dahin. Aber das so geht wie, ja, es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Müssen wir gucken. Wenn das da gemeint ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wo sie meint. Vielleicht meint sie da, vielleicht meint sie auch nicht da. Also erstens wäre der Gedanke, sie meint da. Und zweitens wäre der Gedanke, sie meint... Wo war denn die zweite Stelle? Nee. Hier lang vielleicht oder sowas. Dass man hier rüber den Berg fährt. Das meinte sie. Weiß nicht. Entweder eins, bitte sagen, oder zwei. Dann weiß ich's. Zwei ist hier. Wahrscheinlich ist das dann auch der Weg. Machen wir aber wenn auch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.